Ein Leben im Schatten einer Berühmtheit. Niemand weiß wohl besser, wie sich das anfühlt als Ulf K. Der junge Berliner ist seit dem Stimmbandunfall eines bekannten deutschen Schauspielers dessen Synchronstimme und lebt für diesen Beruf in völliger Isolation. Also außer Jürgen, dem Management und den Leuten, die man braucht, um zu vertonen, weiß niemand von mir. Das einzige Geheimnis, das noch besser gehört wird, ist Jürgen Vogels echte Stimme. Seit einer Stimmbandverletzung hat er nämlich die Stimme von einer Frau. Du, Ulf, hast einen Text gelernt. Wir wollen ja nicht riskieren, dass ich irgendwelche Versprecher habe und blöd rüberkomme im Film. Alles auswendig. Ja? Sitzt alles. Ja? Braver Junge. Am Anfang hat mich der Glamour total eingefallen. Jürgen Vogels Synchronstimme. Dreharbeiten. Filmpremieren. Das Leben eines Schauspielers. In der Realität sah das Ganze ganz anders aus. Aber meine Dienste eher privater Natur. Hallo, das ist die Mailbox von Jürgen Vogel. Ich habe zurzeit leider keine Zeit. Also im Grunde ist es ein 24-Stunden-Job. Rund um die Uhr. Jürgen. Ulf, bist du wach? Hm? Ich habe ganz schön Hunger. Du musst mir meine Pizza bestellen. Eine Tonno. Tonno? Ach nee, doch keine Tonno. Kein Tonno. Ich weiß nie, wann er mich braucht. Könnte jetzt sein. Du, ich hätte das zu singen. Kommst du mit rein? Mhm. Du bist der größte, schönste Mann. Irgendwann war mir das alles zu viel. Aber um den Absprung vom Job zu schaffen, musste ich finanziell unabhängig sein. Deswegen habe ich den Finanzcheck bei der Sparkasse gemacht. Jetzt habe ich einen Vorsparplan, flexible Rente und die passenden Versicherungen, um meine eigene Karriere anzuschieben.